Und damit hallo und herzlich willkommen zu Papers, Please, einem schönen neuen kleinen Singleplayer-Game. Worum geht's hier? Wir spielen die Story. Unser Job ist es, an einem Grenzübergang für Recht und Ordnung zu sorgen, zu verhindern, dass illegale Einwanderer ins Land kommen und ja, natürlich die ganzen Sachen zu kontrollieren, ob das alles so stimmt. Kann natürlich auch sein, dass mal jemand irgendwie bewaffnet ist oder gesucht wird. Wir fangen an mit dem ersten Tag. Oh. Mein Brief bekommen. Next. Next. Siegel ist drauf. Das ist das Apartment. Und sobald ich weiß, haben wir eine Familie zu versorgen mit bis zu 5 Personen, wenn wir zu wenig verdienen am Ende des Feiertags, also des Abends oder generell, dann sieht es schlecht aus. Sie können sogar krank werden, wie ich gehört habe. Und wir müssen natürlich gut für unsere Familie sorgen. Wenn wir irgendwelche Leute ins Land lassen und das natürlich dann falsch war in dem Sinne und die gar nicht hätten reingedurft, dann wird natürlich alles abgezogen. Wir kriegen dann Strafgelder auferlegt. Und das ist natürlich nicht schön. Und das hier ist der Ort unserer Arbeit. Ah, wir müssen zur Arbeit laufen. Es geht los. Oh, der 23. November 1982. Die Arbeit beginnt. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich hier raufklicken. Hier, willkommen zu deinem neuen Posten. Ja, also wir haben schon mal unsere Arbeitsanweisungen bekommen, dass wir auf jeden Fall alle kontrollieren sollen und nicht alle einfach so stumpf reinlassen. Hier, next, komm rein. So. Ah, der möchte endlich nach Hause. So, was haben wir denn da Schönes? 1950 geboren, zweiter. Da haben wir auch einmal eine Nummer, alles. Ach so, das ist hier, das ist nicht die Visa-Card, sondern das ist hier anscheinend der Ausweis. Da haben wir die Bücher. Jetzt müssen wir mal gucken, nach was müssen wir denn hier überhaupt gehen? Ja, das haben wir schon mal. Oh, okay. Der darf anscheinend hier, glaube ich, nicht rein. Das ist auch, glaube ich, alles, was wir hier haben. Was ist das eigentlich noch? Achso, das ist, was er haben möchte. Er möchte einfach nur nach Hause gehen. Okay, was ist das? Okay, der darf ja dann anscheinend ja gar nicht hin. Was haben wir hier noch? Das war's eigentlich. Das können wir hier auch hinpacken. Bitteschön, das kannst du wieder haben, mein Freund. So. Was haben wir denn da noch eigentlich? Da müssen wir ja irgendwo den Stempel haben. Oh, sorry. Ich habe das hier einfach zugemacht. Hier haben wir die Stempel. Oh, ich wollte das jetzt natürlich nicht da machen. Zack, so. Bitte schön. Ja, versuch nochmal. Der war böse. Der war richtig böse. So. Nächster, bitte. Ja, natürlich, das ist hier jetzt kein super Hotel. Das ist halt einfach so. So. Immer noch die gleiche Aufgabe. Ah, hier kann man nämlich sogar noch alles nachgucken. Kann man noch weiter umblättern? Tatsächlich. Kann man sich ja echt alles angucken. Upgrades. Wir haben noch keine Upgrades. Man kann auch noch mehrere Sachen wie Körperscanner und Co. dazu bekommen. Wie ich schon gehört habe. So, wo kommt der denn hier? Hi, hi, Han. Da kommt der her. Immer. Haben wir das hier über sogar drauf? Haben wir noch nicht mal. Ich glaube, der darf hier sogar noch nicht mal rein. Oh. Was war das?
So, mein Freund, was hast du denn noch hier so? So. Das ist unser eigener Krempel. Ja. Darauf müssen wir achten. Ah, da steht es auch nochmal alles erklärt. Da steht auch nochmal die Zeit und das Datum unten mit dabei. Das ist einmal zum Zumachen, weil wir keinen Bock mehr auf die haben. Dann machen wir wieder auf. Und da haben wir einmal die Audio, was die eigentlich wollen von uns oder warum die zurück wollen. Oder was sie zumindest sagen. Der hier meckert einfach nur, dass das alles zu klein ist. Steht hier das Gewicht von dem? Wiegt der 75? Ich glaube den das irgendwie nicht. Er ist doch schwerer. So. Was haben wir hier noch? Die Regeln sind leider noch nicht aufgeblättert. Warum auch immer. Jedenfalls die nicht. So. Darf der hier eigentlich hin? Das ist natürlich die weitere Frage. Wo kommt denn der Typ her? Hi, Jan! Was haben wir hier? Hier kann man das sehen. Das ist schon mal nicht richtig. Was ist das? Auch nicht. Auch nicht. Doch, da war was. Da war was. Das muss schon mal stimmen. Finn Jack heißt der Typ. Aber unsere Aufgabe ist in diesem Tag ja immer noch... Nö, darf er leider nicht. Ja, da hat er leider Pech gehabt, der Typ. Ist natürlich traurig. So. Oh. Ich muss das natürlich immer schön drunter packen. Sorry, ich habe das verunstaltet, lieber Typ. Zack. Ja. Tut mir leid. Heute leider nur die Leute, die hier auch wirklich wohnen. Ach so, hier. Moin. Er sieht aber ungesund aus. Hat er jetzt echt gemeckert, weil er so lange warten musste? Ja, also eigentlich kann ich ja dann direkt sagen, Kumpel. Oh. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Die sind aber nett. Go to hell. So. Ja, dann zeig mal her, was du hier hast. Tagschere heißt der. Der ist wirklich Tagschere. Aber der kommt leider auch irgendwo her, wo er nicht... Er darf hier leider nicht einreisen. Tschüss. Try again. Bis bald. Oh, ist zu Ende, der Feier, der Abend. Oh. Wir mussten... Wir haben 15 Dollar gekriegt. Das ist echt wahnsinnig wenig. Guck mal, hier sieht man immer, ob noch alles okay ist. Oha. Das ist natürlich... Jetzt müssen wir auch noch schlafen gehen. Und da haben wir einmal... Das ist die Miete. Wir müssen Miete bezahlen. Wir müssen ja echt alles bezahlen. Ach du meine Güte. Heißt sogar, wir konnten nicht zu essen kaufen. Das ist nicht viel. Wir gehen natürlich wieder zur Arbeit. Ja, Zeit zu relaxen. Jetzt können endlich Leute hier rein. 24. Guck mal, wir kommen zur Arbeit. Und los geht's. Was haben wir hier Schönes? Okay, heute können sie reinkommen, steht jetzt hier. Ah, okay. Und wir können jetzt anscheinend auch den Körperscanner benutzen. Also jedenfalls steht hier, dass ein Upgrade jetzt langsam mit reingekommen ist. Und jetzt sollen wir alle Informationen auch kontrollieren, ob das auch alles passt. Aha.
Also wir sollen das wirklich ganz, ganz genau abgleichen. Hier steht nochmal diese Nummer. Und da steht nochmal die Gültigkeit anscheinend auch, wie lange, was, wie, wo gültig. Also, dass der nicht abgelaufen ist, auf jeden Fall. Hier haben wir nämlich auch nochmal... Ah, cool, okay. Das ist das Teil, um das alles zu checken. So, da haben wir hier nochmal die normalen Regeln. Und, ja, das Wetter. Natürlich, das ist immer mit dabei. Da müssen wir auch natürlich ganz, ganz genau gucken, dass das alles mit dabei ist. Zack, so. Und auf den Laden. Hallo. Ja, Papiere bitte. So. Was haben wir denn da einmal? Da nehme ich ihr Gesicht oder sowas nicht irgendwie scannen. Oh. Was? Wie? Was war denn da gerade nicht? Was stimmte denn da gerade nicht? Ja gut, das ist natürlich klar, aber... Hm. Und was haben wir hier eigentlich für ein Datum? Das ist, dass das abläuft? Ne, der ist noch gültig. Der ist noch gültig. Das ist alles in Ordnung. Und wo kommt sie denn hier? Hierher. Mhm. Da ist es ja. Das haben wir auch einmal. Und dann gucken wir mal eben. Warte mal. Muss ich da erstmal dran gewöhnen. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Aber... genau sieht es damit aus? Ist diese komische Nummer, die da auch mit eingetragen werden muss? Pass mal auf, warte mal. Ich glaube, die darf, oder? Die darf. Ich glaube, die darf. Okay, hoffen wir es mal. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Nixer! Ich habe da jetzt jedenfalls nichts entdeckt. So. Was haben wir denn da? Da wollen wir einmal schauen. Das ist alles gut. Hm. Wann läuft der denn ab? Das ist auch alles in Ordnung. Das ist alles gut. Ja, es ist auf jeden Fall eine Frau. Das Geburtsdatum... auch alles easy. Auch alles gut. Und wo kommt sie denn her? Hm. Da müssen wir natürlich mal eben gucken. Ach, das wollen wir noch gar nicht. Das ist noch zu früh. Freuen Sie sich nicht zu früh, meine liebe Dame. Das sehe ich nämlich nicht ein. Ach, da war es sogar gerade. Ich habe das jetzt gerade gar nicht so schnell sehen können. Nicht gerade gelesen. Da. Da kommt sie nämlich her, die liebe Dame. Und dann müssen wir mal eben schauen. Das war falsch. So. Mhm. Das ist auch alles richtig. Matching Data. Da haben wir schon mal alles richtig. Die hat eigentlich auch nichts zu befürchten, die liebe Dame. Aber die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Ich glaube, wir müssen immer mehr machen, damit wir einfach auch genug Geld verdienen. So. Bitte. Das wollen wir mal hoffen. Dass sie keinen Ärger verursachen. So, Papiere bitte. Oh. Das klingt ja schon mal nach Abenteuer hier. Ist der das überhaupt? Wartet mal. Ja, ist er. Gültig ist das auch noch alles. So, was haben wir denn hier? Erstmal die Map. Da haben wir sein Herkunftsort.
Support. Ah, was ist das nochmal für eine Nummer hier? Anscheinend auch alles in Ordnung. Das stimmt überein. Aber hat der ja wirklich diese Maße hier? Ja, alles gut. Alles richtig bei ihm. Aber das ist ja wirklich so alt. Alles scheint in Ordnung zu sein. Hier, ist zwar überall raufgepinnt, aber bitteschön. Next, bitte. Ja. Hurry up. Hallo? Mhm. Ja, das muss dann aber warten, lieber Herr. Sowas dauert halt etwas. So. Dann gucken wir nämlich mal. Auch alles gut. Ja, das ist aber... Ich denke mal, das ist er. Ja, wunderbar. Das ist auch in Ordnung. Nur er war ein bisschen frech, finde ich. Oh. Läuft er nicht ab? Nee, der läuft noch nicht ab. Ich dachte gerade, da hätten wir es entdeckt, aber das ist doch alles in Ordnung. Und was haben wir denn da noch? Das ist eigentlich alles in Ordnung. Zack. Bitte. Ja, endlich. Also wirklich, da gibt es einen Arschtritt hinterher. Next. Aber der sieht ja nicht nett aus, der Typ. Ist der das? So. Juri. Juri. Juri ist das. Wo kommt der nette Herr denn her? Hier, Glorian. Da, zack. Ist er überhaupt in der Verbindung zu finden? Alles gut anscheinend. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit der Nummer hier unten ist, wie man das verbindet. Das scheint ja mal hier rüber zu laufen. Was haben wir denn noch? Das stimmt auch. Und ist es denn überhaupt noch gültig, was er hatte? Hat er. Jo, hat er. Achso, und was ist eigentlich? Kann man die auch vergleichen? Kann man auch. Aber anscheinend, ich weiß nicht, was es bringt. Und zack. Bitte. Oh. Tschüss. Wollen wir mal hoffen, dass wir niemanden irgendwie hier durchgelassen haben, der Scheiße baut. Das wäre nämlich das Schlimmste. You look bored. Was ist denn jetzt los? Alter, was? Nein. Nein, danke. Bitte. Das ist ja ekelig. Das ist ja abartig. So, da sehen Sie ja schon ein bisschen älter aus, liebe Dame. Aber es stimmt immerhin schon mal. Das ist schon mal richtig. So. Ja. Das stimmt auch noch. Ich habe nämlich gerade erst gedacht, so, na, aber es ist noch alles gültig. Dann, wo kommen Sie denn her, meine Liebe? Wollen wir mal gerade gucken, dass wir hier alles finden. Hier, das ist doch das. So. Zack, zack. Alles in Ordnung. Auch alles gut. Stimmt das mit dem Gewicht? Auch alles super. Hm, sehr gut. Wie sieht das mit dem Alter aus? Auch alles gut. Wunderbar. Ja, dann, liebe Dame, ich muss Ihr Angebot zumindest ablehnen, aber Sie dürfen einreisen. Aber bitte fragen Sie mich sowas nicht mehr. Ach. Nee, nee. Tschüss. Ich will das nicht haben. Ist ja abartig. Jo. Donge. Na, ist er das auch wirklich? So.
Oh. Shit. Scheiße. Wer ist das? Eine Terroristenattacke. Ja. Das ist ja schon mal nicht so super. Und wir sind im Minus. Das ist furchtbar. Das ist schon mal wirklich nicht gut. Alle sind hungrig. Wirklich alle sind hungrig und der Sohn ist krank. Läuft sehr gut. Wir sind der beste Grenzüberwacher überhaupt der ganzen Welt. Was? Sie werden zurück in das Dorf geschickt? Wir sind sogar eingesperrt worden. Na toll. Das war sogar schon das Ende. Main-Menü. Ja, so schnell kann das auch zu Ende sein, diese Runde. Aber dann gucken wir das nächste Mal rein. Vielleicht sind wir dann ein bisschen schlauer, wie wir die Leute besser entdecken. Vielleicht hattet ihr trotzdem ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal.